Wissen Sie, dass es schon die ersten Überraschungen in der Werder-Aufstellung gegeben hat. Andreas Herzog, ganz klar, nicht dabei, gesperrt nach seiner gelben Karte im Hinspiel. Aber auf der Bank sitzen Beiersdorfer, Kohn, Hartkin und Alofs. Und der Trainer des SV Werder Bremen, Otto Rehhagel, hat das damit begründet. Wir wollen ganz offensiv anfangen. Mit cleveren Leuten natürlich auch. Manfred Bockenfeld, der Routinier, der über die rechte Seite richtig schön Dampf machen soll. Borowka. Mirko Votava, so nennen sie ihn hier. So heißt er nämlich. Er kommt ja aus Prag. Das Hotel, wo Werder nächtigt, ganz dicht genau an seiner Geburtsstätte. Und die Chance. Nein, vorher schon abgepfiffen. Da war dann auch nicht mehr der letzte Biss dabei bei Manfred Bockenfeld. Aber das ist einer, der hat Biss. Das hat er viele Jahre bei Waldhof Mannheim bewiesen im Abstiegskampf. Und das will er natürlich heute auch unter Beweis stellen. Im Tor bei den Gastgebern Peter Kuba. Auf der anderen Seite, wenn Sie sich die Frage stellen sollten, das ist ja bei Werder nicht ganz klar momentan immer, nicht Hans-Jürgen Gundelach, sondern Oliver Reck. Und wir hoffen natürlich, dass Sie den in nächster Zeit eigentlich wenig in Aktion sehen, den Oliver Reck. Schöner Pass, aber Borowka hat aufgepasst und war vor Horst Siegel am Ball. Auch ein interessanter Mann, aber dazu nachher mehr. Weiter geht's. Klares Foul von Windenhofer an Martin Friedek, einem von vier Nationalspielern im Prager Team. Kapitän heute, dieser Mann mit der Nummer 4, der hintere, für den gesperrten Schovanec. Vrabec. Des Weiteren fehlt der immer noch gesperrte Nowotny auf des Gegners Seite. Er hat ja gegen Kiew eine rote Karte erhalten. Dieter Eils mit der 7. Leicht verunglückt dieser Ball, aber leider nicht verunglückt genug, sonst wäre er vielleicht sogar noch gefährlich geworden. Obwohl dieser Mann, Peter Kuba, einer der besten Torhüter in der Tschechoslowakei ist. Er hat schon 3 Länderspieleinsätze hinter sich mit 23 Jahren. Für den Torwart doch sehr beachtlich. Fleißig und dribbelstark ist da Martin Friedek. Rune Bratzett dazwischen. Sie stehen gut, die Werderaner. Im Ziehharmonika-System noch ziehen sich mit allen Mann zurück, um dann schnell das Spiel nach vorne zu tragen. Darauf warten wir. Der grinst doch, sagt da Thomas Wolter. Haben Sie das gesehen? Der Roman Wonasek, der dieses für Werder Bremen unglückliche Tor, ja in der 92. Minute war das ja schon, gemacht hat. Bockenfeld dazwischen und Rufer. Ohne Bratzett, die 4 hat er, gewohntermaßen. Und über rechts mit der 9, das ist Dwirmig, auch er erfolgreich in Bremen, das 2:0 von ihm. Martin Friedek von Beginn an war nicht dabei im Hinspiel, wegen einer Grippe. Aber ein ganz wichtiger Spieler für Sparta Prag. Siegel, schön gesehen,
und gefährlich. Aber dann doch weit, weit daneben. Da haben wir sie. All die, die so gerne rein wollten. Insbesondere hat natürlich Klaus Allofs damit gerechnet und Dietmar Beiersdorfer sicherlich auch als kopfballstarker Mann. Klaus Allofs, von dem man behauptet hat, der kann die tödlichen Pässe spielen. Der muss doch eigentlich dabei sein mit seiner Erfahrung. Über 60, insgesamt 61 Europacup-Einsätze hat er ja schon auf dem Buckel. Horst Siegel, immer noch Siegel. Gute Chance und das 1:0. Siebte Spielminute. Zunächst der Fehler von Borowka und jetzt Mirko Votava. Oh, und dann ganz gemein gegen Oliver Reck durch die Beine. Das tut weh. Das hinterlässt auch Spuren, ganz, ganz klar. Sie kennen die Ausgangssituation. So schlimm ist es eigentlich noch nicht. Denn Werder hatte sich sowieso damit abgefunden, 3 Tore machen zu müssen. Aber so früh und wie es gefallen ist, hoffentlich behält Olli jetzt die Nerven, wie sie ihn nennen, den Schlussmann vom SV Werder Bremen. Borowka. Was Sie nicht sehen können, Karneval auf der anderen Seite, Feuerwerkskörper noch und nöcher schießen an den Himmel. Biss sich dazwischen. Horst Siegel, deutscher Abstammung. Er will auch übrigens die deutsche Staatsbürgerschaft haben, hat sie schon beantragt. Seine Eltern aus dem Sudetenland, ganz nah der deutschen Grenze, wollen am liebsten auch übersiedeln. Immer wieder Horst Siegel. Legert, das erste Mal am Ball. Noch haben sie kein Rezept gefunden, die Bremer Angreifer. Müssen natürlich auch erstmal diesen Schock, für alle, die sich jetzt erst eingeschaltet haben, diesen Schock des Rückstandes, 1:0 steht für Prag, verkraften. Der Co-Trainer der Gäste war das, der Gastgeber natürlich. Rufer. Klare Verhältnisse von Lumia Mister. Auch ein Nationalspieler, 2 Länderspieler hat er mal gerade auf dem Buckel. Aber einer dieser vielen jungen Akteure bei den Gastgebern. Vielfach gerade 22, 23 Jahre alt.
So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen aus dem Studio in Bremen. Sie haben es längst gelesen. Wir haben eine kleine Tonstörung, ein leichtes Problem aus Bremen. Vielleicht können wir die Regie in nächster Zeit mal einen kleinen Wink geben, ob wir denn mit Deutschland verbunden sind. Vielleicht sollten wir dann versuchen, das Telefon zu nehmen. Erster Schuss von Frank Neubart. Nach 14 Minuten auf das gegnerische Tor. Und nochmal die Bitte an die Kollegen in der Regie, wenn ihr Bescheid habt, ob wir mit Deutschland wieder tonlich auch verbunden sind, dann gebt mir doch einen kleinen Tipp. Aha, ich höre gerade, wir sind doch wieder verbunden mit Deutschland. Ich hoffe, meine Damen und Herren, diese kleine Unterbrechung tonlich, das Bild hatten Sie wohl vorliegen, dauerte nicht zu lange. Es steht, wie Sie dann wohl gesehen haben, immer noch 1:0 für Sparta Prag. Ja, der Lange sollte eigentlich vorne rein die Tore machen, der Frank Neubart. Nimmt vielleicht jetzt einen neuen Anlauf, um seiner Bewachung etwas zu entgehen. Aber das war doch zumindest schon mal aufs gegnerische Tor. Wolter. Ah, planlos. Aber immer noch Bremen mit Neubart. Das Szenario dieses Spiels ist klar. Sparta Prag versucht es mit Manndeckung. Sobko zum Beispiel kümmert sich um Neubart. Und dann mit Kontern. Nichts passiert, sagt Legard, aber klare Aktion und gut erkannt vom unparteiischen Nervik aus Norwegen. Lomir Mister wurde da zu Fall gebracht. Der Mann sieht nicht so gut aus, ein bisschen aufgeplatzt, scheint aber nicht allzu schlimm zu sein. Kleines Pflaster, ich denke, dann geht es auch für ihn weiter. Muss gerade bei dem Kopfballduell geschehen sein mit Frank Neubart. Das Gerangel haben Sie wahrscheinlich gesehen. Das ist natürlich ein eisenharter Kerl, der auch seinen Körper einzusetzen weiß, der Frank Neubart, obwohl er so ein bisschen umgelenkt wird durch seine Größe. Ja, das war zumindest auf das Messer schneide. Wir sitzen nicht ganz auf der Linie mit dem Linienrichter. Aber er steht ja nun so wunderbar, er wird es richtig gesehen haben.
Also sie stehen immer mit dem Rücken zum Tor, die Werder-Angreifer. Ist natürlich schwer, da mal einen Ball unter Kontrolle zu bekommen, um dann vielleicht mal aufs Tor zu schießen oder überhaupt zu schauen, wo einer frei steht. Da läuft noch nicht viel zusammen und da tut natürlich so eine Standardsituation ganz gut. Vielleicht. Legert bei der Ecke. Rufer! Wunderbar geköpft und hervorragender Reflex von Peter Kuba. Ein exzellenter Mann, das hat er schon im Hinspiel bewiesen. Einer, der Ruhe und Ausgeglichenheit ausstrahlt. Oh, gerempelt von Neubart, nicht geahndet. Blitzschnell heraus, Ball halten, genau so fährt man einen Konter. Und dann kam Legert. Und so fährt man ihn leider nicht. Ja, dritter Eckball. Sind sie nicht mit einverstanden, die 33.000? Aber kommt gar keine Beschwerde von Seiten von Sparta Prag. Das war in Ordnung. Winton Rufer. Nein, Rude Bratzett mit dem Ellbogen dazwischen gegangen. Das werden wir hier nochmal sehen wahrscheinlich. Nein, das ist die Chance von vorhin. Von Windenhofer. Jetzt schauen Sie mal diesen Reflex. Aus dem Stand gesprungen. Eigentlich schon fast auf dem falschen Fuß erwischt. Aber dieser Peter Kuba, wie gesagt, ein ruhiger Ausgeglichener. Und da ist man ganz besonders froh auf Seiten von Sparta Prag. Das sind die nämlich fast alle, sagt man. Weil die alle schon jung verheiratet sind und Kinder zu Hause haben. Die kommen gar nicht erst auf dumme Gedanken. Schön, ein bisschen zu weit. Gut gerochen eigentlich den Braten von Marco Bode. Ich glaube, das sind die richtigen Ansätze. Über die Außen kommen und dann weit über diesen sicherlich nicht groß geratenen Peter Kuba die Bälle ziehen. Wie fast alle seiner Kollegen hört er am liebsten den ganzen Tag Popmusik. Aus jedem Radio schallt es hier in Prag. Bisschen zu lässig das Ganze. Mir scheint auch, als hätte Werder Bremen sich von diesem 0:1 alles andere als erholt. Da ist wahrscheinlich so der letzte Mut doch noch ein bisschen abhanden gekommen. Den müssen sie sich jetzt erst wieder erarbeiten und da wäre ein Tor so wichtig. Bielek beim Einwurf. Einer der Routiniers mit der Nummer 6, 17-facher Nationalspieler. Für die Tschechoslowakei. Ja, der Thomas Wolter macht das richtig. Der versucht hier an der Außenlinie dafür zu sorgen, dass das Spiel breit gemacht wird.
Aber natürlich auch nach vorne muss es ein bisschen gehen, denn so schnell konnte der nicht mehr zurückkommen, um diesen Ball noch zu erlaufen. Oh, jetzt stören sie sich hier gegenseitig. Schön gelöst. Und die Chance. Aber Neuwart gewinnt kein einziges Kopfballduell in der Spitze. Nemec. Ja, ganz klare Körpertäuschung und Eis liegt auf dem Boden. Sind natürlich exzellente Spieler, insbesondere diese Erfahrenen, gut gemischt mit den Jungen bei Sparta Prag. Alle Spieler bis auf Oliver Reck und der steht da hinten und zeigt, da müsste jetzt Spieler auf die rechte Seite, da kommt er nur noch hin, der Ball. In der Hälfte von Sparta Prag. Schön ist das nicht, das ist die Brechstange. Werder baut auf Glück. Und der Konter über den Torschützen, Horst Siegel. Und schauen Sie mal, wie bissig der noch hinter dem Ball herläuft. Um einen neuen Vertrag bei Sparta Prag braucht er nicht zu kämpfen. Denn es ist einer ihrer besten Angreifer. Aber er hofft auf ein Engagement im Ausland. Wenn möglich natürlich in der Bundesliga. Wenn die Vereine da ihn bezahlen können. Mit der deutschen Staatsbürgerschaft, wenn das klappt, verliert man keinen Ausländerplatz. Das vorne ist der Trainer, Dusan Urić. Ein Theoretiker, wie sie alle sagen, aber einer mit Erfolg. Lehrer von Beruf für Körperkultur und Geografie. Wieder Siegel. Gut gedacht und gut gemacht. Oh, Glück für Borja. Schneller jetzt, schneller. Dremik. Natürlich sucht er Siegel. Und findet eins. Sparta Prag kann beruhigt in die nächsten Minuten sehen, glaube ich. Denn Werder Bremen hat einfach den Fluss noch nicht gefunden. Und mit dieser 1:0-Führung im Rücken lässt es sich natürlich ganz besonders leicht spielen nach dem 3:2-Erfolg im Hinspiel. Knapp eine halbe Stunde jetzt gespielt. Siegel in der 12. Minute der Schütze für die Gastgeber. Ja, klare Abseitsstellung, aber weiterlaufen lassen, denn keiner greift ins Spiel ein. Tja, wohin spielen? Vorne bietet sich keiner an. Sie alle traben, nehmen ihrem direkten Kontrahenten.
und warten darauf, dass irgendeiner etwas macht. Und jetzt mal schnell machen. Dieter Eils viel zu lange schon mit dem Ball gelaufen. Aber das machen sie ja gern, die Werder-Spieler. Rufer mit seinem Schatten, Sobko. Überzahl für Sparta Prag und Rune Bratzett hat aufgepasst. Das soll noch eins der wenigen Fehler sein bei den Gastgebern, dass sie einfach ihre Möglichkeiten nicht ausnutzen. Davon war eigentlich im Hinspiel nichts zu sehen und heute klappt das ja auch schon ganz gut mit dem 1:0 durch Siegel. Den Mann kann man so nicht überlisten. Exzellent auf der Linie und seinen 5-Meter-Raum beherrscht er auch. Also ein bisschen weiter müssen die Flaggen schon zurückgezogen werden. Und dann natürlich am liebsten von der Grundlinie. Wie ein Slalomläufer, Lumia Mister. Ist so das Enfant terrible in der Mannschaft, nimmt es nicht so genau, kommt auch mal ein bisschen zu spät, muss ab und zu mal ein bisschen Geld in die Mannschaftskasse zahlen, ist aber, und das gehört wahrscheinlich auch dazu, einer der beliebtesten bei Sparta Prag. Die passt vielleicht, ein kleines Stück länger. Legert war auch ein guter Versuch, aber wieder ein Bein dazwischen von Vrabic. Klug gemacht. Schön gewechselt. Oh, zu kurz. Genug Verteidiger mit nach hinten gelaufen bei Werder Bremen. Dwerbeck muss warten. Das tut er sehr geschickt. Nemec rückt mit auf. Vanacek. Immer noch Vanacek. Naja, ganz ruhig bleiben, klare Entscheidung, gepfiffen. Da regt sich auch der Trainer Dusan Urin nicht auf. Hat viel Respekt gehabt vor Werder Bremen, ist extra noch nach München gefahren, um sich das Spiel anzusehen. Und hat diesen Erfolg der Werderaner im Olympiastadion gesehen und hat danach gesagt, also unsere Chancen höchstens 50:50. War natürlich ein bisschen geflunkert, aber so ein bisschen Angst hatten sie doch vor den Grün-Weißen. Vrabic. Oh, gefährlich! Oliver Reck zwar zur Stelle, aber wenn da vorne Dwermik noch mit dem Fuß dran gekommen wäre, dann hätte Werder es ganz ruhig angehen lassen können. Denn nach einem 0:2 glaube ich kaum, dass die Mannschaft sich noch erholen kann. Sieht ja jetzt nach dem 0:1 noch nicht einmal danach aus.
absolut planlos und sie laufen erst dann los, wenn der Ball schon gespielt ist. Keine Ideen ohne Ball und dementsprechend auch wenige mit. Friedeck. Schön gedacht und gut aufgepasst von Borowka. Wollte ganz herrlich in die Spitze spielen, der 23-jährige Martin Friedeck. Oh, Mirko Votava gleich wieder mit zurück. Wonaschek. Immer wieder dieser Ansatz zum Durchsprinten. Und sie können ihn einfach nicht halten, es sei denn mal mit einem Foul. Und das haben sich jetzt verkniffen und schon wird es gefährlich für den SV Werder Bremen. Das sieht eigentlich so im Ansatz manchmal gar nicht so schlecht aus, wie es bisher insgesamt wirkt. Aber dann im entscheidenden Augenblick kommen sie doch nicht weiter. Rune Bratze, was tun, wohin? Immer wieder schaut er ohne Ball in die Spitze. Wo könnte ich den Ball hinspielen, wenn ich ihn gleich bekomme? Klares Foul von Siegel, festgehalten hat er da Rune Bratzett. Und stehen sie auf und schimpfen wie die Rohrspatzen. Aber das war eine klare Entscheidung und keine von Norweger zu Norweger. Die letzten 10 Minuten in der ersten Halbzeit sind angebrochen und SV Werder Bremen braucht jetzt unbedingt den Ausgleich. Nur wie, ich glaube, das kann im Augenblick keiner sagen. Vielleicht so. Ja, Herr Nerwek hat alles im Griff. Muss ich jetzt noch ein paar Worte gefallen lassen von Nemec. Aber bleibt auch dabei natürlich ganz ruhig. Er ist es gewohnt, wenn es mal ein bisschen lauter wird. Er ist nämlich Leiter eines Kinderheimes in Trondheim. Schöner Schuss. Aber Kuba wäre eh zur Stelle gewesen. Bockenfeld. Oh ja, haben sie gut aufgepasst. Kein Eckball für den SV Werder Bremen. Weil nämlich Manfred Bockenfeld der Ball noch unglücklich an den Körper sprang. Da ging der Ball mit ihm durch, mit Viktor Dvirmek.
Der einzige Ausländer, aus der Ukraine kommt er. Und einer der teuersten auf Seiten von Sparta Prag. Von Inter Bratislava hat man ihn geholt für 700.000 D-Mark. So viel hat man bei keinem anderen Spieler investiert. Achtung, Solo von Wonaszek abgebrochen, weil Nemec auf den Ball wartete. Der ist nämlich der tonangebende Mann im Mittelfeld. Ein bisschen halbherzig von Sobko. Sechs Minuten noch in der ersten Halbzeit. Weiterhin 1:0 für Sparta Prag. Durch das Tor aus der 12. Minute von Horst Siegel. Oh, jetzt sind sie ganz klar in Überzahl. Und die große Möglichkeit, Nemec, gut gedacht. Zu wenig draus gemacht, zum Glück für den SV Werder Bremen. Bode hat aufgepasst und verursacht die zweite Ecke für Sparta Prag. Drei bisher für den SV Werder Bremen, aber Chancen gab es für die Werderaner bisher eigentlich nur die eine durch den Kopfball von Winton Dufer, aber da war Peter Kober zur Stelle. Ecke schon längst ausgeführt und da guckt Oliver Reck noch zur Trainerbank. Sie sind noch nicht da, die Bremer. Wir hoffen natürlich, dass sie noch kommen. Sind die technisch versiert, gefährlich und natürlich mit allen Wassern gewaschen. Lässt du den Ball los, sagt Dieter Alzer zu Jiří Nemec. Aber ganz klasse gemacht von Winton Dufer. Aber da hätte er sich vielleicht schneller drehen müssen. Der könnte gefährlich werden. Aber die bringen ja wieder alle 100% auf Seiten von Sparta Prag. Als ständen sie unter Strom. Marco Bode und Neuwart. Aber hat er nicht mitgerechnet. Konnte er nicht. Vor ihm sprangen zwei hoch. Etwas zu früh. Und ihm war die Sicht versperrt. Deshalb hat er auch gar keine Wucht mehr dahinter gelegt. Frank Neuwart. Alle standen auf einer Linie, warten auf den Ball. Es passiert nichts. Keiner deutet mal an, wo man vielleicht hinlaufen könnte und dann auch, wo der Ball hinkommen sollte. Werder im Augenblick äußerst ratlos.
Das sieht etwas schlimmer aus. Und hier springen sie gleich alle auf der Bank der Tschechen auf. Ja, aber unbeabsichtigt. Kleiner Rempler von Frank Neubart. Aber da erwischt er ihn noch. Oh, das sah übel aus. Und die Entschuldigung folgte auch nicht. Es ist zumindest nicht die feine Bremer Art. Skeptische Blicke von Dietmar Beiersdorfer. Und die zwei mit Mantel hinten in der Ecke, die Sie gerade gesehen haben, auf der linken Seite. Das sind Thomas Schaaf und Günther Herrmann gewesen. Die beiden sind mitgefahren, aber passten nicht mehr auf den Spielbogen, beziehungsweise sind damit sozusagen nur Touristen hier. Sekunden noch, offizielle Spielzeit in der ersten Halbzeit. Vielleicht noch mal eine Möglichkeit jetzt von der rechten Seite für den SV Werder Bremen. Und ob nun verdient oder nicht, es wäre natürlich gut, wenn sie jetzt zumindest den Ausgleich schaffen können. Aber so wird das nie und nimmer etwas. Und das war der Halbzeitpfiff. Der will auch und der kann auch. Und die wissen auch, da geht was und bin davon überzeugt, dass wir das Spiel in der zweiten Halbzeit noch umbiegen werden. Aber die erste Möglichkeit im zweiten Abschnitt hatten die Türken. Bolic setzt sich durch und dann kommt Okan an den Ball. Uli Stein im letzten Augenblick. Dragoslav Stepanovic, er zeigte an, wo es lang gehen sollte, vor allem Axel Kruse. Und der hatte die ganz, ganz große Möglichkeit für die Eintracht im zweiten Abschnitt. Bommer. Abgewehrt, Okocha und dann prallt der Ball Axel Kruse vor die Füße, Hayrettin dreht den Ball um den Pfosten. Ein Teufelskerl, von dem Kalle Feldkamp sagt, er ist der beste Torhüter in der Türkei. 30.000 Zuschauer begeistert und zum Schluss spielt sich der Mann in Schwarz, Pareto aus Italien, merkwürdig in den Vordergrund. Seine Handgreiflichkeit gegen Edgar Schmidt bleibt wohl sein Geheimnis. Ist der noch sauber oder was? Sag mal, der tickt doch nicht mal richtig. Aber was nützt das alles? Das Spiel endete 1:0 für Istanbul. Frankfurt wieder einmal in der zweiten Runde gescheitert. Ich bin jetzt sehr enttäuscht. Normal. Puh. Die zweite Halbzeit läuft, meine Damen und Herren, gespielt. Sie haben zum Glück noch nichts verpasst. Gerade mal 25 Sekunden. Und der SV Werder Bremen hat erwartungsgemäß gewechselt. Mit der Nummer 16 im Spiel, Klaus Allofs. Und für ihn ist Uli Borowka hinausgegangen. Und zu Silvester kann ich mir vorstellen, dass es in Prag etwas leiser wird als sonst. Denn so viele Feuerwerkskörper, wie die hier abgeschossen haben, zu Beginn der zweiten Halbzeit und zum Ende der Pause, das ist eigentlich nicht nur unüblich, sondern auch nicht erlaubt. Bisher hat sich weder der Schiedsrichter noch sonst einer darüber aufgeregt. Daumen drücken jetzt. 1:0 für Sparta Prag. Aber da haben Sie mal gerade wieder gesehen, wie weit zum Beispiel Winton Rufer versucht, sich zurückzuziehen, um seiner Bewachung etwas zu entgehen. Die sind alle wunderbar eng abgeschirmt. Neubart. Gleich wieder ein langes, grätschendes Bein dazwischen. In diesem Fall von Sopko. Bockenfeld. Und die Chance für Winton Rufer, aber ein bisschen härter, ein bisschen mehr in die Ecke und ein bisschen mehr Glück.
Zwei Chancen, beide hatte Winton Rufer, die eben und eine viel größere in der ersten Halbzeit zunichte gemacht von dem exzellenten Schlussmann Peter Gruber. Wieder dazwischen Jiří Němeč. Der beste Spieler, haben einige gesagt, in der Tschechoslowakei. Ja, ganz ruhig bauen sie das auf, machen es sehr gut über Michal Hornák. Ja, Schwalbe vom Mister, dafür kann man auch die gelbe Karte sehen. Wird ihn nicht allzu hart treffen, denn er ist bisher noch nicht vorbelastet, aber der unparteiische Schiedsrichter Nirvik aus Norwegen entscheidet auf Freistoß für Sparta Prag. Das ist so richtig nach dem Geschmack von diesem Schlitzohr. Gefährlich! Wieder Siegel! Hinterm Tor viele Torhüter. Oliver Reck hätte sicherlich wenig Möglichkeiten gehabt, aus so kurzer Distanz einen so harten Ball, zum Glück unplatziert, abzuwehren. Drei Tore braucht der SV Werder Bremen. Irgendwann muss doch mal die Konzentration bei den Gastgebern erlahmen. Oh, wunderbarer Pass. Herrlich gesehen. Eigentlich hätte das ein Tor verdient gehabt, aber Martin Friedek war da doch nicht ausgebufft genug. Und jetzt die Chance für Werder. Endlich mal zum Kontern. Blass. Mister, man sagt ihm nach, er spielt manchmal Weltklasse und dann wieder Kreisklasse, also heute mindestens Klasse. So, Klaus Allofs, jetzt warten natürlich alle Werder-Fans und wir auch auf die guten, auf die zündenden Ideen. Es dürfte schwer werden. Die Bremer Spieler haben kaum Möglichkeiten, sich zu lösen. Ja, gut, der tat weh am Gesäß. Němeč ist gar nicht einverstanden mit diesem Flankenversuch von Wolter. Tritt jetzt so ein bisschen auf der Stelle, aber hat sich wohl jetzt wieder beruhigt. Bockenfeld, schön gemacht, durch die Beine. Die Hosenträger, wie man so schön sagt. Ja, es gibt einen Eckball, das hatte ich eigentlich auch so gesehen. Den fünften für den SV Werder Bremen. Egal wie, rein mit dem Ball. Klaus Allofs, 61 Europacup-Einsätze, 27 Tore, 28, 29 und 30 sollte er heute noch zusetzen. Ah, zweimal zu kurz. Direkt mal schießen, auch wenn es der falsche Fuß ist. Jawohl! Immer steht einer dazwischen. Mirko Votava, die sind da mit den Köpfen zusammengerasselt. Und sie sollten jetzt mal die Aufstehversuche des Sparta-Spielers verfolgen, können sie leider nicht. Wonaschek hat da versucht, nur ein bisschen hochzukommen und fiel gleich wieder zurück, leicht benommen.
Aber jetzt scheint alles wieder geregelt zu sein. Klar, dass das hier eben auch ein Foul war und geahndet werden musste, aber kein Böses von Bockenfeld. Friedek, viel zu viel Raum hat er. Zum Glück gehört er nicht zu den Schussstärksten. Und für ihn gilt das Gleiche wie für ja, fast alle Spieler bei Sparta Prag, was ich vorhin schon mal sagte. Auch er frisch verheiratet, hat eine Tochter und ist am liebsten zu Hause. Hat er nicht gesehen, deutet er da an. Genau aus dem Licht kam der Ball. Für Legat. Mister. Immer noch Mister. Schön abgezogen. Wie an der Schnur gezogen. Wer darauf gehofft hatte, dass die Roten am heutigen Abend ein bisschen grün sein könnten, der weiß Bescheid, dass die schon jetzt so erfahren sind, diese jungen Spieler. Der Älteste mit 30 Jahren ist noch Peter Vrabec, der heute den Libero-Part spielen soll für den gesperrten Šovanec. Und das macht er blendend. So, das gibt die erste Karte. Jawohl. Etwas unglücklich von Thomas Wolter. Wollte er nicht, der Wolter. Es ist seine zweite gelbe Karte. Und damit wird er im Viertelfinale, wir denken mal optimistisch, im Viertelfinale ist Thomas Wolter nicht dabei. Das ist der pessimistische Aspekt davon. Minuten, da sind schon viel mehr Tore gefallen als drei. Also was die am Ball können, ist natürlich manchmal schon eine echte Augenweide. Auch jetzt wieder von Nemec. Dritter Eckball, Vrabec wird ihn treten und Oliver Reck. Nein, der war nicht aus, gut gesehen, weiterspielen. Das bringt kaum Platzgewinn. Nur viel, viel Zeit für Sparta Prag, sich hinten zu formieren. Haben sie jetzt auch wieder getan. Keine Möglichkeit, da überhaupt mal eine Flanke reinzuschlagen. Wonaschek war dazwischen. Der Mann, der im Januar dieses Jahres erst verpflichtet worden war. In der Meisterschaft wird er kaum eingesetzt, spielt fast nur im Europapokal. Der Taubenzüchter. Ist ganz begeistert von diesem Hobby, dürfte sich heute sicherlich einen Stammplatz und langsam erarbeitet haben. Da ist er wieder.
Ganz frei zum Kopfball kommt Friedecker. Da bleibt ihm das Herz noch hier stehen, aus dieser Perspektive. Sah fast so aus, als könnte der Ball sich sogar noch ins Tor senken. Und wenn Sie die Werder-Spieler mal näher beobachten könnten, ich kann das ja von hier aus, dann sehen Sie, dass da wenig miteinander gesprochen wird, geschrien schon gar nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, als hätten die sich, das war auch schon Mitte der ersten Halbzeit zu sehen, so langsam etwas aufgegeben haben. Der hat Auge, Horst Siegel, schön auf Mister. Und der hat Technik. Es könnte man auch andersrum geben, weil Nemec dann nämlich als letzter noch am Ball war, aber Einwurf für die Gastgeber. Die Zuschauer haben ihre Mannschaft lange nicht so stark gesehen. Platz 5 im Augenblick in der nationalen Meisterschaft. Zuletzt gab es ein 0:1 bei Vitkovice. Allerdings nur 3 Punkte von Slovan Prešov auf Platz 1 entfernt. Eine absolut professionelle Mannschaft. Nach außen hin manchmal dieser Verein schon etwas zu professionell eingestellt. Wenn man allein mal den Präsidenten ein bisschen gesehen hat hier, der fuhr gestern ja, mit einem Lastwagen, hätte ich beinahe gesagt, ein PKW, der so lang war wie ein Lastwagen vor, um die Werder-Crew zu begrüßen. Der hat 3 Tankstellen, eine Möbelfabrik und noch einige Unternehmen mehr, Raststätten. Und besitzt ungefähr 4 bis 5 der teuersten deutschen Automarken. Für alle Fälle jeweils ein Auto. Eckball Nummer 4 für Sparta Prag. Sonst immer getreten von Chovanec, aber wie gesagt, er hatte die rote Karte gesehen und dann übernimmt Vravec diese Aufgabe. Der 30-Jährige, der unbedingt noch mal einen Vertrag in Westeuropa unterzeichnen möchte. Man wäre auch bereit, ihn abzugeben. Sein Vertrag läuft Mitte des Jahres aus, hat man vom Verein signalisiert. Die Ablösesumme ist davon abhängig, welcher Verein sich meldet. Bayern München muss mehr bezahlen, haben die hier gleich gesagt, als beispielsweise Wattenscheid 09. Werder Bank, betretene Gesichter natürlich. Alle hatten sich so insgeheim doch noch das große Wunder erhofft.
Da ist mit dem Hufer nochmal dazwischen gegangen und das können Sie jetzt nicht sehen. Jetzt gibt es da eine kleine Rauferei zwischen Dravec und Windenhufer. Einer der fairsten Bremer, so kennt man ihn, ein ganz ruhiger, besonderer Mann. Aber dem gehen jetzt auch so ein bisschen die Nerven durch. Es war natürlich schon eine rüde Attacke. Und ich kann ein bisschen die Aufregung verstehen auf Seiten von Sparta Prag. Ja, nun bleib bloß ruhig, mag er da sagen. Das gibt nur gelbe Karten und die gibt es auch. Aber sinnigerweise nicht für Vravec, sondern für Michael Bielek, wenn ich das richtig gesehen habe. Und das dürfte den sehr hart treffen, denn in der nächsten Runde ist er damit im ersten Spiel auf jeden Fall nicht mit von der Partie. Seine zweite gelbe Karte im Europapokal. Die andere gab es für Rude Bratzet. Das ist seine erste, aber ich glaube, ob erste oder zweite dürfte ihn 25 Minuten vor Ende der Begegnung und der 1:0-Führung für Sparta Prag wohl kaum noch interessieren. Horst Siegel, dann startet Mister, aber er versucht es allein. Oh, schön gemacht von Friedek. Das muss man eigentlich pfeifen. Glück für Werder. Tempo rausgenommen. Fast alle wieder neu formiert in der eigenen Hälfte. So, jetzt hat er Mister gesehen. Der hat sich eben auch bitterböse beschwert. Jetzt versucht er es alleine. Fast erfolgreich. Sind alle technisch versiert, unheimlich quirlig und dabei noch so schnell mit dem Ball am Fuß, dass einem manchmal schon beim Zuschauen ein bisschen die Spucke wegbleibt. Nemec, schön lang gezogen, Siegel zurück. Ah, gut aufgepasst von Marco Bode. So langsam machen sich die Werderaner hier aber auch alles andere als Freunde unter dem Publikum. Denn sehr oft müssen sie doch zum letzten Mittel greifen, weil die Spieler von Sparta Prag einfach immer den Tick schneller sind. Und jetzt die große Möglichkeit zum 2:0 vertan haben. Durch Viktor Dvirmik, einer der ganz, ich glaube, es sind nur zwei Spieler, die überhaupt ledig sind in dieser Mannschaft. Da wies zumindest der Manager drauf hin. Und Viktor Dvirmik ist einer davon. Und ist sehr, sehr viel, relativ gegenüber den anderen, unterwegs im schönen Prag. Was dem Trainer wiederum nicht so sehr gefällt. Ja, wohin mit dem Ball? Diese Variante haben sie oft gespielt, aber leider fast durchweg ohne den Ansatz einer Möglichkeit. Aber wieder ein böses Foul.
Will er nicht wahrhaben, der Dieter Hals, aber ganz klar zu sehen, von hinten in die Beine getreten. Zum Glück versteht Herr Nirwig kein Deutsch, aber eine Menge von Fußball. Er ist nämlich ausgebildeter Fußballtrainer. Nemec. Immer wieder Nemec im Mittelfeld. Da sehen Sie nicht nur die Werder-Spieler, aber die auch schon seit Beginn der zweiten Halbzeit. Stefan Kohn im Vordergrund, dahinter Uwe Hartgen und auch Dietmar Beiersdorfer, die sich schon die ganze Zeit warm machen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es Schöneres gibt, als bei diesem Spielstand nur noch eingewechselt zu werden, 20 Minuten vor dem Ende der Begegnung. Mit Wunder ist er ihm jetzt nicht mehr beizukommen. Das muss eine Riesensensation geben, wenn der SV Werder Bremen das noch rumreißen will. Glaubt natürlich keiner mehr dran. Eher an das 2:0. Oh, das sieht schlimm aus. Ist dort in der Bande hängen geblieben. Nach diesem Rempler. Dieter Eils ist es, glaube ich. Nein, Dieter Eils ist es nicht. Wir suchen unter denen, die noch stehen, um rauszufinden, wer da liegt. Genau auf der gegenüberliegenden Seite. Müsste eigentlich Thomas Wolter sein. Hier haben wir noch mal die Szene. Jawohl, Wolter lässt den Ball durchlaufen. Ganz klares Foul. Und genau in die Werbebande rein. Das freut zwar die Werbewirtschaft. Aber das sieht wirklich sehr, sehr schlimm aus. Denn er liegt immer noch da. Das sehen Sie jetzt. Und muss behandelt werden. Hoffentlich nichts Ernstes. Denn für den SV Werder Bremen kann man ja eigentlich nur sagen, Kopf hoch. Sie haben hier natürlich kämpferisch alles versucht. Es gab kein Mittel bisher gegen diese starken Spartaner. Aber in der Meisterschaft, da muss man sich jetzt drauf konzentrieren, ist ja noch einiges drin. Und im DFB-Pokal am Samstag kommt Borussia Dortmund. Und Thomas Wolter kommt wieder. Zum Glück. Er, der ja in der nächsten Woche Montag und Dienstag zum DFB-Lehrgang von Berti Vogt eingeladen wurde und daraus natürlich neue Kraft geschöpft hatte, auch er gerade einer derjenigen, die sich heute Abend hier doch noch ein bisschen was ausgerechnet hat. Zwei Mann wieder frei in der Mitte. Wenn er kürzer kommt, der Ball, dann gibt es eine Riesenchance. Wirmig
Das beherrschen sie alle, den Doppelpass mit sich selbst, wie man so schön sagt. Von links auf rechts legen und wieder zurück. Das können natürlich auch die Werder-Spieler. Aber die trauen sich jetzt logischerweise nicht mehr so viel zu, wie vielleicht noch zu Anfang der Begegnung. Und da wurde diese Begegnung schon entschieden mit dem frühen Tor für Sparta Prag in der 12. Minute durch Horst Siegel. Und der steht immer noch so unter Anspannung. Der Trainer Dusan Urin, zum dritten Mal ist er bei Sparta Prag, führte die Mannschaft aus der zweiten Liga 1977 in die erste, kam dann nochmal Mitte der 80er Jahre und seit Januar 1991 hat er hier alles im Griff. Alofs geht gar nicht richtig rein, schaut, dass Kuba aus seinem Tor herauskommt und bleibt dann stehen und verfolgt per Auge die Flugbahn des Balles. Die letzte Viertelstunde in einem deutlichen Vergleich zwischen Sparta Prag und Werder Bremen, deutlich durch dieses frühe Tor zugunsten der Platzherren, die sofort für klare Verhältnisse sorgt. Rune Bratzett, von dem Andy Roxborough, der schottische Trainer, noch kurz vor der Europameisterschaft so in hohen Tönen geschwärmt hat. Er ist ja auch wirklich ein exzellenter Libero, aber er hat gesagt, er ist der Beste in der Welt. Oh, böses Foul, böses Foul. Horst Siegel liegt immer noch da. Sie könnten den Ball jetzt eigentlich ins Ausschlagen. Tun sie auch, aber das war sicherlich nicht gewollt. Und hier haben sie Horst Siegel. Hält sich das rechte Auge die ganze Zeit. Das war natürlich gut gemacht vom Unparteiischen und vor allen Dingen regelgerecht hat ihm dann doch noch die gelbe Karte gegeben. Dem Thorsten Legert, denn so muss man nicht einsteigen. Hat keine Chance gehabt, den Ball mehr zu bekommen. Aber unterstellen wir ihm natürlich mal keine Absicht. Da muss man wiederum sagen, ist schon imponierend, dass der SV Werder Bremen noch bis zum Schluss versucht gegenzuhalten, kämpft, sich nicht aufgibt. Nur bitte dann mit fairen Mitteln. Er kann wieder spielen. Horst Siegel. Stuttgart und Nürnberg, haben die Prager gesagt, hätten schon mal angefragt. Da hat man ihm ganz schnell einen Vertrag gegeben bis 1996, damit er ihn natürlich noch ein bisschen teurer wird. Die verstehen das hier wunderbar mit der Marktwirtschaft. Faire Geste übrigens eben, das konnten sie nicht sehen. Gleich die Entschuldigung von Thorsten Legert, auch angenommen von Horst Siegel.
Der SV Werder Bremen will auswechseln. Stefan Kohn wird gerufen. Hansi Gundelach ist da rausgekommen. Hat gesagt, komm hierher, ganz schnell. Du sollst noch rein. Die letzten, ja, 11 Minuten etwa. Damit ist für Dietmar Beiersdorfer und Uwe Hartgen der Fall klar. Die schreiten jetzt auch zur Bank. Denn die können sich das ja in aller Ruhe jetzt ansehen und brauchen sie nicht weiter warm zu machen. Obwohl es bitterkalt geworden ist hier. Im Prager Stadion. Und das halten wir mal Oliver Reck zugute, dass er da so gutes Auge gezeigt hat, dass er ganz klar wusste, dass dieser Ball von der Querlatte nicht wieder ins Feld zurückspringt. So, jetzt gibt es die Auswechslung beim SV Werder Bremen. Marco Bode soll heraus und Stefan Kohn hineingenommen werden. Er hat einen schlechten Lauf in letzter Zeit. Hat hier und da mal eine kleine Bewährungsprobe bekommen. Hat sie nicht nutzen können, in den Augen des Trainers meist. Und vielleicht ist das so ein kleiner Wink für ihn, dass er doch noch seine Chance erhält. 10 Minuten hat er Zeit. Wenigstens den Ehrentreffer für den SV Werder Bremen noch perfekt zu machen. Klares Foul von Michael Hornack. 22 Jahre ist der Junge und hat gesagt, Sparta, das ist mein Leben, und daraus zieht er die Motivation. Da gibt es übrigens viele von, die gerne bei Sparta Prag spielen wollen, weil einfach ihr Herz für diesen Verein schlägt. Und da war Stefan Kohn. Und da war er wieder, Peter Kuba. Hier haben wir noch mal die Chance von Stefan Kohn. Herrlich mit dem Kopf nach vorne gesprungen. Und dann schauen Sie mal, wie reaktionsschnell der junge Mann auf der Linie ist. Schade, so ein Tor auch in der ersten Halbzeit bei dieser Möglichkeit für Winton Rufer. Das hätte Auftrieb gegeben. Das gibt natürlich noch mal Mut. Und so plätschert natürlich jetzt der Rest der Partie dahin. Werder Bremen in diesem Achtelfinale alles andere als im Glück. Denken wir nur an das dritte Tor für Sparta Prag, das so ein Spiel heute eigentlich erst möglich gemacht hat. Oh, zeigt er abseits an. Das kann aber nicht sein. Denn da standen in der Mitte noch genügend Spieler
hinter dieser sogenannten gedachten Balllinie. Wie auch immer, es geht weiter mit Ballbesitz für Sparta Prag, deren Spieler nach dieser Partie um 8000 D-Mark reicher sein werden. Das ist so ungefähr das Durchschnittsgehalt auch jedes einzelnen Akteurs. Nur die Besseren, die bekommen bis zu 20.000 D-Mark. Und das ist auch die Prämie, die sie vorher ausgehandelt hatten. 8000 D-Mark für das Erreichen des Viertelfinales. Hasenschlagen, Haken. Lumia Mister kann das auch wunderbar, aber in diesem Fall war es mal wieder einer zu viel. Und trotzdem Beifall auf offener Szene für die Herren hier im Lettner Stadion. Sparta Prag. Es gibt manchen, die Mannschaften, die fangen dann an, fünf Minuten vor dem Ende sowieso lustlos zu werden bei solch einer aussichtslosen Begegnung. Kompliment an den SV Werder Bremen, dass er es weiter versucht, wenngleich man sagen muss, ein Rezept hat er von der ersten bis zu dieser 85. Minute noch nicht gefunden. Immer wieder, wenn der Ball überhaupt mal so weit kommt, Peter Kuba zur Stelle. Sein Vater hat es ihm vorgemacht. Einer der ganz großen Torhüter in Prag, bei Dukla und bei Sparta. Und er macht es exzellent nach. Könnte vielleicht noch besser werden, wer mit 23 Jahren schon so gut hält. Der hat natürlich eine riesen Karriere vor sich. Riesenstimmung hier im Lettner Stadion. Nicht nur, weil es kalt ist, bewegen sich jetzt alle Zuschauer, indem sie in die Hände klatschen, indem sie aufspringen. Haben sich ein bisschen was bei den Italienern abgeschaut, scheint mir. Eine kleine Chance hatten sie sich ausgerechnet. 2 Minuten zeigt er an. Da geht seine Uhr ein bisschen verkehrt, sind nämlich noch 3,5. Das war einer der 10 hauptamtlichen Mitarbeiter aus dem Management, der junge Mann da eben mit dem Schal. Oh, das war der ostfriesische, etwas böse, zynische Gruß von Dieter Eils an Martin Friedeck.
Und wenn man dann schon gegen so eine starke Mannschaft spielt, hier gibt es die nächste Auswechslung. Da soll noch einer ein bisschen Prämie erhalten. So fair sind sie denn ja auf jeden Fall bei Sparta Prag. Geben den jungen Leuten auch noch mal die Möglichkeit. Pavel Nedved ist das. Auch einer der absolut Jungen. War gar nicht mit in Bremen. Und nun darf er vor dieser großen Kulisse noch einmal auflaufen und ein bisschen Europacup-Luft schnuppern. Nur noch brasilianisch läuft der Ball, wie wir früher mal gesagt haben. Direkt kann man sehen, welche Sicherheit die geschöpft haben. Das gibt mit Sicherheit die rote Karte. Winton Rufer. Na, ich glaube, ich wollte gerade sagen, ich glaube, er zieht sich noch ein bisschen zurück. Aber klare Sache. Zweite Gelbe insgesamt. Rot gegen Winton Rufer. War auch ein übles Foul. Und das freut die Prager insofern sehr, weil sie nämlich gar nicht mit der roten Karte aus dem Hinspiel klargekommen sind, von ihrem Verständnis aus, gegen Chovanec, obwohl das natürlich auch ganz klar eine Notbremse gewesen war. Und viele warteten heute auf ausgleichende Gerechtigkeit. Ich glaube, hier gibt es auch keine Diskussion. Die offizielle Spielzeit ist abgelaufen. Das Fazit fällt einfach. Der SV Werder Bremen hat alles versucht. Das muss man anrechnen. Der SV Werder Bremen hat Pech gehabt, aber vor allen Dingen war leistungsmäßig zweiter Sieger gegen eine absolut überzeugende Mannschaft von Sparta Prag. Pfiff, damit ist Sparta Prag nach dem Tor von Horst Siegel aus der 12. Minute und dem 1:0 Erfolg im Viertelfinale des Europapokals der Pokalsieger, der Titelverteidiger ist ausgeschieden. Aber er sollte es nicht zu schwer nehmen. Möglichkeiten hat diese Mannschaft noch genug. Das haben wir gesehen in der Bundesliga und das werden wir sicherlich sehen auch im DFB-Pokal am kommenden Samstag. Natürlich jetzt betretene Gesichter beim SV Werder Bremen, aber ich glaube trotzdem, dass mein Kollege Volker Kottkamp gleich einen Gesprächspartner finden wird. Ob er ihn hat, kann ich von hier oben nicht mehr sehen, denn alles steht. Ein einziges Klatschkonzert von 23.